So ist gut. Was bringt eigentlich einem die Polizei, wenn man kein Gefängnis hat? Ich möchte, dass sie etwas für mich tun. Ja, ich nehme es erstmal an. Roboterautos, sie bauen selbstständig einen Auffahrunfall, damit es euch erspart bleibt. Bald zu besichtigen in eurem Rückspiegel. Oder auch nicht. So, dann... Die Bekleidung bitte erstmal wieder ins Lager. Wir haben keine weiteren Handelsrouten für Bekleidung, deswegen geht die dort mit rein. Den Leuten geht es sehr gut. Wir sorgen dafür, dass sie überhaupt keine Probleme haben. Wir werden jetzt weiter die Nachbarn einschüchtern und mit dem überschüssigen Strom natürlich arbeiten, um weitere Fabriken mit reinzubringen, sodass wir jetzt wirklich alles dann auch versorgen können. Zigarrenfabrik, Elektronikfabrik, Fahrzeugfabrik, alles ist mit drin, alles können wir nutzen. Möbelfabrik, auch die will ich auf jeden Fall haben, denn immerhin haben wir hier weitere Planken. Und wie sieht es jetzt gerade aus mit Planken? Oh, viel zu gut. Also eine Möbelfabrik hier vorne mit hin. Montageband. Effizienz wird um 100% erhöht, nur für 25 Megawatt Strom. Gussformen fügt ein zusätzliches Lager für Kunststoffe hinzu. Brauche ich nicht. CAD-Software. Arbeiter benötigen Highschool-Ausbildung, verringert den Plankenverbrauch um 25%. So, was haben wir denn jetzt für welche? Ungebildet? Ja. Gut. Die Planken werden demnächst mit reingebracht. Irgendwann werden wir auch Kunststoffe herstellen, dann können wir die dort verarbeiten. Plastikfabrik habe ich jetzt noch nicht, aber ich habe auch zu wenig Öl. Rum ist raus. Okay. Will noch jemand Rum? Ja, sogar für 10%. Hallöchen. Dann nehmen wir die EU. Oder Russland. Nee, das ist China, ne? China. Machen wir China. Weil die so wenig davon haben wollen. Die wollen noch weniger. So, einfach bloß, um die zufriedenzustellen. Und dann können wir langsam mal die Parteien mit einladen. Mittlerer Osten, USA, Russland und China. So, alle sind mit drin. Und alle sind relativ gut gelaunt. 421. Jo, werden wir erfüllen. Ach, die EU und ihre Formalitäten immer. Furchtbar. Was gehört nun mal dazu? Wir sollten vielleicht auch ein bisschen was für die Religiosität tun. Heißt, eine Kapelle mit hinbauen oder aber eine richtige Kathedrale, eine Kirche. Ja, wäre auch besser als eine Kapelle. Und vor allem sollten wir auch für ein Krankenhaus sorgen. Aber ich wüsste schon gar nicht mehr, wo ich das hinbauen soll. Krankenhaus. Einwanderungsbehörde. Ja, warum nicht? Die stellen wir erstmal jetzt vorne mit hin. So dass hier nicht jeder mit reinkommt. Hat den Eingang? Nö. Tropico zuerst. Dann brauchen wir das Zollamt. Joa, nehmen wir jetzt auch nochmal rein. Und was haben wir noch Schönes? Botschaft, Bank. Bank haben wir schon. Übrigens könnten wir hier die Schmiergelder mit reinbringen. Das müsste ich nur erforschen. Heißt Forschung. Wo ist die Bank? Da. Kostet 625. Haben wir. Alles kein Problem. Restaurant. Schnorchelbucht. Spionageakademie. Strandresort. Entzugsklinik. Ja, das können wir auch nochmal erforschen. Pharma GmbH. Yachtclub. Windturbine nehme ich auch nochmal mit rein. Weiß zwar nicht, was dadurch passiert, aber wir nehmen es. So, das haben wir soweit alles. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Ernsthaft, ich weiß es wirklich nicht. Verdammt. Ach, Krankenhaus, genau. Da ist ein Krankenhaus, das ist schon völlig ausgenudelt. Die haben so viel zu tun, die wissen gar nicht mehr ein noch aus. Dann bauen wir hier jetzt am besten eins. Denn auch die Klinik, ja, eine Klinik für die ganzen Leute, die hier rumstehen, das ist nix, das bringt auch nix. Kriege ich die Straße hinten rumgebaut? Ich glaube nicht. Ich könnte es höchstens versuchen. Dann bauen wir erstmal die Straße.
Ja, perfekt. Dann können wir hier nämlich das Krankenhaus mit hinbauen. Das ist okay. Und die können jederzeit hoch und runter fahren, ohne jetzt außenrum durch die Stadt zu müssen. Das heißt, bitte hier einmal das Krankenhaus. So, jede Menge Leute mit Universitätsabschluss müssen hier mit rein. Zweite Schicht ist überall hinzugefügt. Da noch nicht. Dann haben wir weitere 6 offene Stellen. Wie sieht es allgemein aus mit der Arbeit, Almanach? Arbeitslose Bürger haben wir noch ein paar. Obdachlose Familien nur wenige. So, und dann sollten wir auf jeden Fall noch die Schnellstraße erforschen. Wobei die jetzt hier noch bei sind. Ach, das braucht 3500. Die Entzugsklinik. Aua. El Presidente hat gegen den tödlichen Computerwurm, der am Mittwoch angegriffen hatte, gekämpft und gesiegt. Das Internet ist wieder sicher. Wir stehen in Ihrer Schuld, Presidente. Na, aber sowas von. Möbel könnten wir jetzt auch noch mit raushauen. 10.000 Stück, ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Und das müsste für die USA reichen, um sie zufriedener zu machen. Allgemein haben wir eine relativ gute Wertung. Aktuell, was den Verkauf angeht. Zigarren könnten wir auch noch mal raushauen. Oh. Ja, gut. Dann nehmen wir Zigarren noch mit rein. 12.000, Vertrag unterschreiben. Und bauen jetzt erst einmal Tabak und Zigarren mit auf. Letzte Sache, bevor wir uns dann endlich dem Tourismus widmen und natürlich dem Ausbau der Stadt. Der Zufriedenheit der Leute. Ja, dann können wir hier nämlich noch eine Verbindung mit hinschaffen. So, erst einmal die Farben. Hydrokultur für Tabak. 1, oh verdammt, Shift gedrückt halten wäre schon ganz praktisch. 2, 3. Dann brauchen wir die Fabriken für Zigarren, genau. 2 Stück dürften reichen. Überall bitte einmal schnell fertig bauen. Feuer wütet in Tropico. Wo? Hier oben. Haben wir hier eine Feuerwehr? Ja, haben wir. Gott sei Dank. Recyclinganlage. Wer fackelt die denn bitte ab? Habe ich die Schlotzplatz. Ha! Schrottplatz. Bettelei auch schon abgeschlossen? Ich glaube noch nicht. So langsam wird auch Strom wieder weniger. Das heißt, wir bauen noch ein weiteres Solarkraftwerk. Tja, wo könnte das stehen? Hier. Hier kommen später noch weitere Wohnungen hin. Dürfen dann weitere Tropikaner leben. Werden sie sich aber freuen. So, Flächendünnung. Düngung. Erhöht die Effizienz um 50%. Das heißt, alle drei sind effizienter. Grünschnitzerhacker brauche ich nicht. Hier gibt es keine Mastbetriebe in der Nähe. Und die Schrottplatzbettelei ist hier drüben jetzt auch drin. Und hier gibt es jetzt weniger Planken, weil tatsächlich die ganzen Möbel gerade verarbeitet werden. Ah, sehr gut. Heißt, theoretisch müsste ich noch mehr Planken hinzufügen. Ich brauche also noch mehr Holzfäller, die die hier versorgen. So, erstmal ein weiteres Transportbüro, dass wir auch die Waren alle hin und her schaffen können. Und dann geht's los mit Wohnungen. Also bitte einmal Mietskasernen. Und ein modernes Apartment. Sowie ein Parkdeck.
Sehr schön. Dann könnt ihr jetzt nämlich hin und her fahren. Ist überhaupt kein Problem mehr. Und wie sieht's aus im Almanach? Wir haben noch 20 offene Stellen, sehr viele leerstehende Wohnungen. Das heißt, die Leute können überall untergebracht werden. Keiner hat irgendwelche Probleme. Und theoretisch können wir in der Einwanderungsbehörde jetzt sagen, dass wieder weitere Leute dazukommen dürfen. Offene Türen, kommt rein auf Tropico. Ja, wieder ein bisschen Kohle, ist zwar nicht allzu viel, aber besser als nichts. Und solange wir Handelsrouten abschließen, ist alles gut. Da wohnt auch noch der ein oder andere, das ist okay. So, wieder einen Überfall starten. Und wir sollten uns jetzt auch so langsam an die Piratenbucht wagen. Wo stelle ich die hin? Da passt sie nicht. Warum will sie hier nicht hin? Die mag das nicht. Da würde sie passen. Na gut. Verursachen Smartphones mit Fruchtlogo Krebs? Eine offizielle Stellungnahme des Palasts meint, dass sich niemand in Tropico ein Telefon mit Fruchtlogo leisten kann. Warum sich also Sorgen machen? Das Handy. Modernes Wunder, öffentliches Ärgernis oder Krebserreger? Teilt Kanal Uno eure Meinung mit. Die Leitungen sind offen. Erhöht die Effizienz. Ein riesiges Fernglas. Ja, nehmen wir mit rein. Perfekt. Gut, das läuft soweit bei der Zigarrenfabrik. Das automatische Fließband könnten wir mit reinfügen, aber das ist egal. Klimaregelung. Eingabe sinkt um 20%. Automatischer Zerhacker. Warte, jetzt nicht. Ich muss einmal gucken, ob Rum raus ist. Ist raus. Haben wir Rum hier noch mit drin? Nein. Gut, also wird Rum jetzt erstmal wieder eingelagert. Will jemand Saft haben? Ich habe Saft im Überschuss. Die Effizienz wird um 10% erhöht. Ja, komm, für beide. Das ist okay. Was sagt der Almanach? Oh, jede Menge arbeitslose Bürger, aber nur wenige obdachlose Familien. Das heißt, ich muss unbedingt für mehr Arbeit sorgen. Um die Arbeit zu erhöhen, könnten wir Fischfarmen bauen. Haben wir überhaupt welche? Ja, haben wir. Fisch, Fisch, Fisch. Aber immer nur mit Fisch, keine Meeresfrüchte. Das heißt, ich baue jetzt noch zwei mit Meeresfrüchten, dann haben wir alles mit drin. Ja, die können hier mitstehen, das ist okay. So, und ab jetzt dürfen unsere Leute auch ein bisschen Spaß haben. Das bedeutet, wir kümmern uns um Wasserparks, um Stadien, Spielhallen, Restaurants, Kinos etc. pp. Alles wird mit reingebaut, einfach bloß, weil wir es ihnen gönnen und weil ich sehr, sehr dankbar bin, dass unsere tropikanischen Bürger so viel machen für uns. So, ist gut. Kirmesbier wäre eigentlich auch nicht schlecht, bringt aber nicht ganz so viel Spaß. Wir bauen lieber noch ein Kino. Hier oben wohnt gar keiner, ne? Nö, da gehen sie alle immer nur arbeiten. Da könnten wir noch Spaß mit hinbringen, aber ich glaube, den Spaß könnten wir auch hier gebrauchen, denn hier haben wir nicht allzu viel. Also bauen wir hier Spaß mit hin. Am besten dort, wo ein Parkdeck ist. Das wäre hier. So, und eine Achterbahn. Gut. Wenn die tropikanischen Bürger jetzt nicht zufrieden sind, dann haben sie echt schlechte Karten.
Spaß ist das Einzige, was niedrig ist, und das haben wir jetzt erhöht. Und nun können wir uns um den Luxus-Spaß kümmern. Das bedeutet die Luxus-Unterhaltung. Museum of Modern Art, Strandresort, Yachtclub, Drachenfliegen, all diese Dinge, die wir sonst ja nur für Touristen bereitstellen, werden wir jetzt auch für die tropikanischen Bürger mit reinbringen. So muss es sein. Hier könnten wir Drachenfliegen starten. Wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel bringt. Ich glaube, hier stelle ich was anderes nachher hin. Gibt es hier ein Parkdeck? Ja. Dann machen wir hier einmal Drachenfliegen. So, das ist schon Luxusunterhaltung. Das finden die schon extrem stimulierend. Finde ich schön. Passt natürlich zu meinen Plänen. Hier passt auch was anderes hin. Ich will das nicht immer alles zubauen. Gegebenenfalls brauche ich das ja noch. Gut. Spaß wird auf Tropico groß geschrieben und deswegen haben wir schon sehr viel getan. Kommen wir jetzt zur Schnorchelbucht. Für diejenigen, die gerne bei den Fischen schnorcheln gehen, gibt es jetzt hier die Möglichkeit. Können wir hier noch eine hinbauen? Ja, hier vorne. Dann könnten wir das schon mal für die ganzen Touristen fertig bauen. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Warten wir erstmal. Immerhin 47.000. Es wird Zeit, dass wir mal wieder neue Verträge abschließen. Im Moment läuft es nicht ganz so gut. Auch Pharmazeutika haben wir bisher noch gar nicht mehr exportiert. Ich glaube, die habe ich auch bloß eingelagert. Das muss ich mal umändern. Zigarren laufen eigentlich schon. Naja. Waffen habe ich nicht. Käse. Käse könnte ich verkaufen. Das ist okay. Das kriege ich hin. Machen wir mal 28.000. Das ist auch in Ordnung. Ich schaue mal, ob noch irgendwas anderes da ist. Bekleidung. Bekleidung können wir auch wieder raushauen. 10.000. Schauen wir mal, dass wir das gleich wieder freigeben. Raus. Pharmazeutika raus. Oh, das wird richtig viel Asche geben. Lass die erstmal alles fertig machen, dann geht hier richtig die Post ab. Offensichtlich wird alles gut abtransportiert. Wir werden demnächst noch für Religiosität sorgen, das heißt zwei Kathedralen mit hinbauen, eine hier auf dieser Insel und eine natürlich drüben. Ach, die müssen mich nicht wählen, ich bin auch so glücklich. ja, wir könnten auch irgendwann mal solche Dinge hier rauben, aber das machen wir später, wenn wir die Touristen brauchen. Milch, Gummi, Uran, Bananenfälle, Eisen, was könnte ich denn gebrauchen? Fisch, Nickel, Tabak, warte mal, Öl, Öl kann ich gebrauchen. Gibt es irgendwo Öl? Nein. Ich glaube, bei euch gibt es Öl, ne? Ne, ihr macht das gar nicht. Ja, dann Kaffee, Mais, Gold, Kohle, Baumstämme, Ananas, Fisch, Nickel, Tabak, Aluminium, Kakao, Meeresfrüchte. Ja, nimm Fisch, Nickel, Tabak, meinetwegen. Ich habe eine E-Mail. Oh. Tropico wird mit jedem Tag stärker und die kommunistische Partei empfängt alle mit offenen Armen. Minus 1 bei Kapitalisten. Ja, machen wir so. Ich habe ihm gesagt, er solle nach Tropico ziehen und wir würden ihm einen guten Job verschaffen. Und dann können auch mehr Leute ihre großen Anführer wählen. Ja. Oh je, sagt der Kapitalist. Ja, so ist das nun mal. Gehört mit dazu. Ganz schön dunkel hier, wa? Warum habe ich mitten in El Presidentes Frühstückszeit einen Feueralarmübung geplant? Bedauern. Ja, das frage ich mich auch. Mein lieber Penultimo, was soll das? Gut. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen, Präsidente. Pharmazeutika sind raus. Ohohoho. Und so schnell kommen wir von 0 auf 220.000. Man muss es nur mal verkaufen, nicht? So, wieder einpacken. Gucken, ob wir weitere Pharmazeutika rauskriegen. Nein, kriegen wir nicht. Aber Saft geht sehr gut. Oh, 25.000. Holla, die Waldfee. Raus damit. Das ist gut.
So, dann verkaufen wir mal Saft. Jetzt haben unsere Transportbüros auch genug zu tun. Oh, die Beziehungen zu China und zur EU sind wunderbar. Dann wollen wir die gleich mal um finanzielle Unterstützung bitten. Dann haben wir noch mehr Geld und trotzdem noch richtig gute Handelsrouten. Nochmal 87.000. 19.000 drüben, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie den Saft noch gar nicht abtransportiert haben. Oh, doch. Okay, vielleicht bringt Saft nicht so viel. Kann das sein? Saft? Ja, wir haben 8.000 verkauft. Oh, okay. Was ist das denn für ein Schild? Sul centro della isla. Monumento. Norte Tropico Land. Cool. Seit wann gibt's denn solche Schilder hier? Ja, irgendwie scheinen die in jede Richtung zu führen. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von... Ja, frei wählen lassen. Wir sind bei 400.000, was? Ist nicht euer Ernst. Okay, ich glaube, wir können uns jetzt tatsächlich darum kümmern, dass hier alles fertig gemacht wird. Puh, okay, dann bauen wir jetzt erstmal noch schnell eine Kathedrale, dass die Leute zufrieden sind. Kathedrale ist da. Die drüben ist ja schon völlig ausgenudelt. Und hier bauen wir jetzt noch eine mit hin, sodass die Leute die Möglichkeit haben, auch hier beten zu gehen. Ja, da oben geht's nicht. Bitteschön. Seid zufrieden und heiligt mir. Oh, Arbeitslose 68, 41 obdachlose Familien, die wollen alle hierher. Ich sollte mal die Einwanderungspolitik ein wenig überdenken. Ja, die wollen alle Spaß hier auf Tropico, aber so viel Spaß will ich gar nicht bieten, meine Lieben. Fangen wir an. Wenn wir sowieso so viele Arbeitslose haben, dann können wir uns auch hier gleich darum kümmern, dass das alles fertig gemacht wird. Das bedeutet, wir bauen hier unsere Touristenattraktionen mit hin. Perfekt. Gut. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die Arbeiterschaft dezimiert. Jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass 348 Leute gesagt haben, wir sind die Besten. Und nur 4 Leute gesagt haben, oh nee. Das ist unglaublich. Wir sind so richtig gut dabei. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann kümmern wir uns um Tourismus. Dankeschön fürs Ansehen und bis gleich.